Und servus zusammen auf der nächsten Tour. Heute wieder mit der Gruppe unterwegs, wie immer. Sind jetzt unterwegs hier in Aschau am Chiemgau, gehen auf die Priener Hütte und auf den Geigenstein heute auf und werden heute wieder einen Rodelspaß haben. Ja, schauen wir mal. Wir sind hier in der Priener Hütte angekommen. Ist eine echt fast hotelmäßige Hütte hier und ist heute total schön, richtig viel Sonne. Und wir gehen jetzt noch kurz und stärken hier und dann geht's hoch auf den Geigenstein. Ja, es sieht also von hier aus noch nach ziemlich viel aus, so keine Ahnung, wie lange das dann noch dauern wird. 1,5 Stunden vielleicht, mal gucken. Geigenstein erklommen, das war jetzt dann doch ganz schön anspruchsvoll, fand ich zumindest. Also der letzte Steilhang hat schon ein bisschen Kraft noch gekostet, ein bisschen die Reserven gegangen. Vielleicht lag es auch am Vorabend in der Bar. Es ist gar nicht so kalt, wie es aussieht und wunderschön. Geht's hier, da hast du Bock zum Zipfelbob fahren, hä? Jo, jo, jo.
Hallo? Der langrutscht. Der Alex und ich sind wach, wir sind alle wach. Wir fahren jetzt, also wir sind gestern Abend noch mal etwas spät rodeln gegangen, um der Kathi entgegenzukommen, die etwas später gekommen ist. Jetzt haben wir hier das traumhafte Sonnenwetter und ja, jetzt rodeln wir runter und dann schauen wir noch zum Hochgern auf die Gaudi Nockerltour mit dem Wolfi. Hey. Hallo ihr Berggestiegen. Präpariert ist, ne? Alter. Die ist präpariert.